So, wir sind wieder auf dem C64. Es ist immer noch Indiana Jones. Und jetzt kommt das Action-Game zu Schicksal von Atlantis. Hoffentlich mal was Besseres als das, was wir bis jetzt gesehen haben. Na, natürlich. Auf jeden Fall schon mal Lucasfilm-Logo. Ach ja, stimmt. Es hat ein Intro. Da. Das soll Sophia Hapgood darstellen. Das mit dem Hut? Nee, das ist wahrscheinlich Kerner. Klaus Kerner. Nicht Johannes B., sondern Klaus Kerner. Das ist wieder Sophia. Und das ist wirklich tonlos. Oder sollte das so Indie darstellen? Waste? Hä? Was? Fabrik? Ach, das ist dann Ubermann. Ah. Herr Kerner! Danke, Herr Kerner! Wo ist Fritz? Genau, Herr Kerner, ich bin Ubermann! Wollen Sie eine Bratwurst? Nee, da war das tatsächlich Indiana Jones. Okay, Indiana Jones, der ein bisschen aussieht, als wäre er eine schlechte Kopie von Dick Tracy. Okay, also man hat Indiana Jones umgehauen. Okay. So, das ist das Barnett College wahrscheinlich. Hat was für ein Bilderrätsel. Das ist ein Schwarzbild, das könnte der Kristallschädel sein. Auf jeden Fall alle, die ihn gut finden. Und nu? Da wenigstens Loading hinschreiben. Nee, so viel war nicht. So, da ist es. Ich glaube, ich kam damit nie klar mit. Ich muss gestehen, ich sehe das jetzt zum ersten Mal, das Spiel. Du hast das noch nie gesehen? Ich weiß, dass es gibt, aber ich habe es noch nie gesehen. Es ist nicht gut. Ach, wieso überrascht mich das nicht? Also, weil die haben ja beim Kreuzzug haben sie ja auch ein Action-Game rausgebracht und das mussten sie dann zu Schicksal von Atlantis auch machen. Und das ist es. Es hat Tank-Controls und irgendwie ist das so eine Art Action-Adventure. Ja, wirkt so ein bisschen nach isometrisch inspirierten. Na, wie ist denn das? Head over Heels hieß es, glaube Genau, ich. richtig, genau. So typische Spectrum-Games, genau. Oder das erste Batman-Game auf dem Spektrum, das war auch so. Ja, das war aber besser. Irgendwie kann man auch auf Sophia wechseln. Die läuft hier auch rum. Ja, bestimmt mit dem zweiten Feuerknopf, den es nicht gibt. Warte mal. Ach da, ach so kann man auswählen. Ah, okay. Ich würde gern auswählen. Ich würde auch gern wissen, was ich hier im Casino machen soll. Mir geht's da jetzt gerade nicht anders. Ich gehe mal einfach durch den ganzen Level. Dann geht es dann wahrscheinlich nicht mehr weiter, oder? Ah, dann kann ich jetzt springen, oder was? Okay. Jetzt bin ich am Dach. Okay. Ja. Geh mal einfach auf. Kann man auf jeden Fall hin. Ist aber ein langer Weg zum Dach. Rechts ist ein Zeitlimit? Ach du Ja, ich glaube, der Thermometer daneben, da rechts. Warum sollten wir das Spiel irgendwie leicht machen? So, hier ist nichts. Ja. Ach so, das kann ich machen, dann wird nochmal nachgeladen.
Möchte gerne anmerken, dass es jetzt mal kein Top-Titel von Tiertex ist. Nee, aber ich glaube, das macht das auch nicht besser. Oder vielleicht muss ich mich auf den Fall konzentrieren? Vielleicht kann ich da irgendwas anhand erkennen? Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall ist das absoluter Blödsinn, ey. Und dann komme ich jetzt hier wieder nicht runter, oder was? Boah. Alter. Das ist so schlecht. Alter, warum haben die das so gemacht? Das wissen die wahrscheinlich selber nicht. Sie konnten es nicht anders. Ich komme hier nicht weg. Das kann doch nicht wahr sein. Habe ich selber richtig rausgehört von dem, was du gesagt hast? Jedes Bild wird einzeln nachgeladen? Ja, also wenn er irgendwie so 3 Schritte geht, dann merkst du, ist kurz Pause. Hier siehst du Pause. Ja, geh doch da runter. Was soll das? Weil wenn ich irgendwo hochkomme, müsste ich theoretisch über den gleichen Weg ja auch runterkommen. Ich weiß, ja, notfalls den kurzen Weg einfach springen, aber es klappt ja hier auch nicht. Nee, kannst du nicht. Wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich da. Nee, ist klar. Nee, ist perspektivisch ja, vollkommen nachvollziehbar. Hat das ja auch angefangen hier. So. Na, bist du ein Feind? Der verhaut mich. Ach, jetzt bin ich, das ist Sophia. Erkennt man sofort. Mhm. Erkennt man an den grünen Haaren. Ja gut, farblich ist hier eh eine Menge passiert. Mhm. Alter, ist das grausam. Ich glaube, von der Farbwahl erinnert das eher an so ein Atari 8-Bit-Spiel. Jetzt vermöbelt ihr auch noch Sophia? Was sind denn das für Barbaren? Ich kann mich nie wehren. Und das ist auch keine Peitsche. Du kannst ja so mit dem Schuh zuhauen. Kann ich auch nicht, kann ich dir sagen. Auf jeden Fall ist der Schuh ausstehen. Kann ich ihn bestechen? Also auf jeden Fall... Mein Gott. Ja! Alter, ist das schlimm? Das war's. Indiana Jones Missing. Viert Held bei Nazis. Ja, schön. Das war ein Any% Speedrun von dem Spiel. Das meinen die ernst, ne? Also, ich meine, muss man schon sagen, ist gewagt, so einen Qualitätstitel zu machen. Ich bin ein bisschen fassungslos. Weil das Spiel hat nun wirklich gar nichts. Du weißt nicht, was du machen sollst. Du kannst nur sinnlos irgendwo in der Gegend rumspringen. Du kannst Gegenstände verwenden oder eben auch nicht. Und toll. Toll. Falls du dich fragst, warum du noch nie was davon gehört hast. Frage ich mich nicht. Tja. Bioshoft sagt mir aber was. Oh, Lemmfin setzt hier eine 3,78 Bewertung. Also top. Überraschend gut, ja. Würde ich sagen. Ist das so Eurozocker 88-Niveau, ne?
Und vor allem, siehst du, das ist tatsächlich von Lucasfilm. Ja. Aber auch die ist für C64-Verhältnisse nicht gut. Wir haben aber noch zwei C64-Titel. Hast du da Bock drauf? Ich muss es ja nicht spielen, das ist mein Vorteil. Okay, gut. Next.